Ja, wir haben unsere diesjährige Brotprüfung, die wir hier heute veranstalten und durchführen, wo wir im Grunde von unseren Mitgliedsbetrieben, von einem unabhängigen Brotprüfer, von dem Herrn Schmalz, die Qualität testen lassen. Getestet wird die Kruste, getestet wird die Krume, das Krumenbild, die Frischhaltung, der Geschmack natürlich. Ja, das sind eigentlich die Hauptkriterien. Wir präsentieren uns jetzt hier nicht als einzelne Unternehmen, sondern als Bäckerinnung Bocholt. Wir machen das im Grundprinzip jedes Jahr. Eigentlich um den Qualitätsstandard möglichst hoch zu halten, um frühzeitig vielleicht auch auf Fehler oder falsche Sachen, die sich einschleichen, darauf hingewiesen zu werden. Ich bin da immer sehr, sehr dankbar drauf. Das kann schlimmstenfalls passieren, dass dem Prüfer halt das Brot nicht gefällt und es im Grunde in der Qualitätskontrolle durchfällt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber der andere Punkt ist auch zum Beispiel, um sehr gut zu bekommen, muss es auch 100% erreichen. Also 99% ist schon nur noch gut. Ja.